Moin Leute, wie schon erwähnt, war ich nach dem Kartfight Vanguard Qualifier auch auf dem Bodyfight Qualifier und ja, war dann der letzte dort, bin erst ganz spät, 20 vor 11 bin ich erst angekommen. Ja, war letzter. Das hier ist meine Startnummer, Nummer 11. Wir waren insgesamt halt nur 11 Leute. Und ja, da gab es natürlich den obligatorischen Deckcheck. Hier wieder so ein Bushi Road Stift hat man bekommen. Und diesmal noch ein Scorepad für halt Lebenspunkte aufschreiben. Habe ich aber nicht gebraucht, weil ich quasi meinen eigenen Lebenspunktezähler dabei hatte. Ja, dann zum Turnier. Das hier war mein Scoresheet. Runde 1, also ist insgesamt, hier sind auch nochmal die Regeln. Runde 1, weil es halt 11 Leute waren und gerade Zahl, hatte ich einen Freilos. Es wurde dann quasi 2-0 gewertet, habe dann einfach irgendwelchen anderen Leuten zugeguckt. Ja, hatte ich ein bisschen Glück gehabt. Also dann, Runde 2 habe ich gegen Chris gespielt, gegen den ich auch schon beim Free Fight, bei Cardfight gespielt hatte. Der hat ein Darkness Dragon World Deck gespielt. Ja, zum Deck, was ich gespielt habe. Das war einfach nur das ganz normale Trial Deck Nummer 1, unverändert. Wer da genau wissen will, was da drin ist, da stelle ich mal einen Link zu meinem Öffnungsvideo rein. Ich habe das ja auch geöffnet und gezeigt. Ja, habe beide Spiele verloren gegen Chris. Also es war nicht Best of One, sondern Best of Three. 40 Minuten. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe vorher überhaupt noch nie Bodyfight gespielt. Das war mein allererstes Spiel. Ich konnte halt die Regeln, aber mehr dann auch nicht. Ja, was gibt's noch dazu zu sagen? Ich musste mich halt erstmal so einfinden in das Spiel. Erstes Spiel dann 2-0 verloren. Ja. Beim zweiten Spiel sah das schon etwas anders aus. Das habe ich hier gewonnen. 2-0. Der Typ hat Danger World gespielt. Ja, war eigentlich ein recht ausgeglichenes Match. Ja, was gibt's noch dazu zu sagen? Er hat halt öfters mal diesen Danger World Stufe 2 5000, 8000er rausgeholt und ich hatte halt immer diese Karte hier parat, Jamadar Dragon, 8000 Angriff. Ja, da konnte er mir eigentlich nichts entgegensetzen. So wirklich. War aber dann doch ein recht langes Spiel auch. Besonders weil der Typ so lustig war. Und immer wenn er Schaden bekommen hat, hat er mir das so hingehalten und dann ganz langsam den Schaden quasi eingetragen. Also er hat ziemlich langsam gespielt insgesamt. So dass es irgendwie auch 2 Minuten vor Ende erst 1-0 für mich stand. Aber dann habe ich halt schnell gespielt und habe dann das zweite Spiel auch noch gewonnen gegen ihn. Dann das dritte Spiel. Also mein drittes Spiel, eigentlich schon Runde 4, habe ich dann gegen Pan, keine Ahnung, gespielt. Auch gewonnen. 2-0. Er hat ja Darkness Dragon World gespielt. Ja, war eigentlich recht unspektakulär das Ganze. Und ja, dadurch, dass ich dann Entschuldigung. Drei Siege quasi auf meinem Konto hatte, durch das eine Freilos, war dann nach der Runde 4 auch schon Schluss und ich war in den Top 4. Ja, genau. In den Top 4 war ich. Hab dann im ersten Spiel gegen ein Danger World Deck gespielt, gegen das ich dann auch 0 zu 2 verloren habe. Also der Typ hat halt ziemlich viel hier diese Danger World
Lebenspunkte zurückerhalten Karte gespielt. Dadurch hat er immer ziemlich viele Lebenspunkte gehabt. Das eine Spiel hatte ich einmal, hatte ich ihn sogar fast gehabt. Ich glaube, das erste mit meiner Impact-Karte hatte ich. Also ich hatte ihn genau da, wo ich haben wollte. Ich hatte die Impact-Karte auf der Hand, aber ich hatte dann halt nur 3 Gauge und die kostet 4. Und ja, so habe ich dann das, beide Spiele gegen ihn verloren. So, dann ging's. Dann gab es halt das Spiel um Platz 3. Da habe ich wieder gegen Chris gespielt, gegen den ich schon quasi hier in der zweiten Runde gespielt hatte. Wieder gegen sein Darkness Dragon World Deck, logischerweise. Konnte dann, also das erste Spiel hatte ich ja 0-2 halt gegen ihn gewonnen, verloren meine ich, verloren hatte ich. Weil ich halt noch gar nicht eingespielt war. Ich habe ja selbst noch nie vorher gespielt gehabt, aber zu dem Zeitpunkt, also ab dem zweiten Spiel, das ich gemacht habe, war ich dann eigentlich recht gut drinne. Und ja, habe dann das erste Spiel auch sogar gegen ihn gewonnen. Natürlich mit dieser Karte, Gargantua Punisher, sowieso die allerbeste Karte im Deck. Ich habe, glaube ich, bis auf ein Spiel habe ich alle Spiele, die ich gewonnen habe, mit dieser Karte gewonnen. Ja, die ist einfach nur stark. So, das erste Spiel habe ich dann gegen ihn gewonnen, im Spiel um Platz 3. Aber die anderen beiden musste ich dann leider an ihn abgeben. Lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass alle anderen, gegen die ich gespielt habe, quasi ihre Decks selbst zusammengestellt haben mit super starken Karten und ich habe halt nur hier das Trial Deck gespielt. Aber dafür bin ich dann doch recht weit gekommen, muss ich sagen. Ja, bin dann also Vierter geworden insgesamt. Dadurch, dass ich dann in den Top 4 war, konnte ich auch nicht mehr im Free Fight teilnehmen. Dann habe ich direkt meine Teilnehmer-Matte bekommen. Die hat halt jeder Teilnehmer bekommen. Und dann noch zwei Promokarten. Einmal der Violent Dragon, ja, keine Ahnung, hier ist das komische Schild davor. Magna Gran, Danger World Karte. Und Treasure Hunter Paruko, Dungeon World. Ja, das waren die zwei Promokarten, wenn man am Free Fight teilgenommen hat. Die habe ich dann einfach so bekommen. Eine Promokarte fürs Teilnehmen gab es nicht bei Buddy Fight, aber ja, es war mir dann auch egal. Ich habe da sowieso quasi nur noch mal so zum Spaß mitgemacht, ohne irgendwelche ernsthaften Ambitionen zu haben. Wie man auch an meinem Deck dann quasi gesehen hat. So, gibt's noch was zu sagen? Ja, also der Erster geworden ist, ein Deutscher natürlich, in Deutschland, kommt auch mal vor, hat auch einen Bericht schon zu der Kontinentalmeisterschaft in Paris reingestellt. Da packe ich auch mal einen Link in die Beschreibung. Hat sich ganz gut geschlagen, ist glaube ich Vierter geworden. Ja, und das war's dann, glaube ich, auch schon. Also wie gesagt, Gargantua Punisher, beste Karte. Würde ich immer spielen in Dragon World. Führt für mich keinen Weg dran vorbei, obwohl ich ja überhaupt keine Decks habe und nur Trial Decks, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video. Ciao, Leute.